Ja, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Eiskeller, in dem wir uns jetzt hoffentlich ein bisschen warm reden werden über das spannende Thema Let's Play, Gaming als Innovationstreiber. Die Gaming-Industrie ist ja einerseits sowas wie der absolute Motor auch der Entwicklung im digitalen, in KI-Bereichen, auf der anderen Seite gilt sie immer noch so ein kleines bisschen, zumindest mit den großen Medien, die hier drüben, wird gerade über den Rundfunkbeitrag diskutiert auf den Medientagen Mitteldeutschland, ihr Wesen und ihr Unwesen treiben, so als Nische, als vielleicht noch so ein bisschen odd one out. Dabei ist Gaming ja längst im besten Sinne übergriffig auf so ziemlich alle Mediengattungen, ganze Narrative im Seriellen sind heutzutage vom Games sozusagen beeinflusst. Techniken sowieso, aber auch Look and Feel und das Emotionale. Und es gibt die großen Player, klar, es gibt aber auch immer wieder Startups, es gibt eine ganz kreative Atmosphäre und wir wollen uns heute mal austauschen über ja, die Potenziale dieser Branche, dieser gesamten Welt, dieses Kosmos und vielleicht mal schauen, wohin die Reise geht. Und das wollen wir machen hier auf dem Panel mit Dr. Michaela Haberländer. Sie ist vom Filmfernsehfonds Bayern, ist dort Head of Digital Games Funding. Und ja, sie kann, glaube ich, persönlich diese ganze Entwicklungsgeschichte mit nachvollziehen und uns vielleicht auch ein bisschen nahebringen. Sie ist nämlich seit Anfang der 90er Jahre beim Filmfernsehfonds, als von Games noch so gut wie gar keine Rede war und war dann aber auch dabei, als dann 2009 zum ersten Mal in Bayern Gamesförderung überhaupt begann, eine Rolle zu spielen. Daneben Binmin Herbst, sie ist ja im Silicon Valley gearbeitet. Sie war Professorin für Game Art und Design an der Hochschule für Bildende Künste in Essen und sie ist Gründerin von Amuse, einem Interactive Design Studio for an Extraordinary Mixed Reality Experience. Und ich finde dieses Mixed Reality Experience so wunderbar und will unbedingt mehr darüber erfahren, was das ist. Und last but not least begrüßen wir Marco Alexander Breit. Er ist beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zuständig für künstliche Intelligenz, Daten und digitale Technologien. Digitalpolitik ist sein Ding. Er hat in einem früheren Leben auch, oder ich sollte sagen, vielleicht mit der Betonung auf Politik, er hat in einem früheren Leben unter anderem im Saarland das Büro der Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer geleitet und war persönlicher Referent des Kanzleramtsminister Peter Altmaier in der Großen Koalition. Schmerzlich vermissen wir leider Lars Jansen von Playon, der hier oben mit uns sitzen und diskutieren müsste. Er ist wegen eines ganz wichtigen unternehmerischen Termins verhindert. Das ist aber Ihre und eure Chance. Wir werden das Panel hier sehr schnell für alle öffnen und wer immer Lust hat, bis zu diskutieren, kann das gerne machen. Es gibt ein Saalmikro und wenn jemand ganz viel zu sagen hat, stellen wir auch noch einen Stuhl hier oben auf. Ja, in diesem Sinne lassen wir uns mal rein in die Mischung und ich würde gleich mal sagen, Min, was ist Amuse, was macht ihr da und was ist so das Spannende, an dem du gerade arbeitest? Amuse wurde vor 4 Jahren von 2 Frauen gegründet, von meiner Partnerin und mir. Und wir entwickeln interaktive Medien, spielerische Medien, die vor allen Dingen das Ziel verfolgen, Design for Happiness. Also wir wollen mit unseren Spielen den Menschen Glück bringen und ein positives Gefühl, sei es, dass sie dabei etwas lernen, etwas ausprobieren oder sich einfach nur inspirieren lassen. Und das mündet dann in interaktiven Installationen in Museen oder eigene Videospiele, womit Kinder Kulturen und Sprachen lernen oder Augmented und Virtual Reality Anwendungen, die einfach spielerisch sind und Spaß machen und wo man einen Mehrwert und Social Impact davon bekommt. Bei unserem Vorgespräch hast du ja gesagt, für dich sind Games sowieso die Leitmedien des 21. Jahrhunderts. Marco Alexander Breit, würdest du das aus ministerieller Sicht genauso sehen? Also ich würde das aus ministerieller Sicht halb so sehen, weil ich auch für Kultur und Kreativwirtschaft in ihrer Breite zuständig bin und da auch noch ein paar andere Perspektiven mitbringe. Aber ehrlich gesagt, als Videospielender, als Comiclesender, als Bücherlesender stellt man doch immer wieder fest, dass die Medien sich gegenseitig beeinflussen. Ich meine, jeder, der Games kennt, kennt das Spiel The Last of Us. Das ist mittlerweile eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie. Andere kennen, wenn sie Comics gelesen haben, The Walking Dead. Das ist auch eine mittlerweile sehr, sehr oder nicht mehr so erfolgreiche Fernsehserie, weil abgesetzt indessen, aber nach einer zweistelligen Anzahl von Staffeln. Was ich
ich glaube, ist, dass im Prinzip die Frage, welchen Inhalt man als Kreativschaffender an sein Publikum bringen will, das Medium dominieren sollte. Und Games sind ein interaktives Medium, Bücher sind das eher nicht. Comics sind ein Medium, die mit Text und Bild in Gemeinschaft arbeiten und da wiederum quasi dann näher am Fernsehen und vielleicht sogar am Game als ein Buch. Insofern glaube ich, dass jedes Geschichte, die erzählt werden will, jeder Spaß, der zum Spielenden, zum Sehenden, zum Hörenden gebracht werden soll, sein Medium findet. Und ich glaube, Games ist nicht mehr wegzudenken als Kulturgut und auch als ganz maßgeblicher Faktor, was Wertschöpfung und Kreativität angeht. Hier, der Haberland, bei unserem Vorgespräch hast du gesagt, genau da wäre aber noch ein bisschen was zu tun. Die politische Wertschätzung, die Games entgegengebracht wird, da wäre noch Luft nach oben. Also ist das doch ganz schön, was jetzt zumindest gerade aus der Sicht des Wirtschaftsministeriums kam. Ja, wobei man dem Wirtschaftsministerium derzeit ja gar keinen Vorwurf machen darf. Die fördern ja Games zurzeit wirklich sehr nachhaltig und sehr intensiv. Aber ich habe ja ich darf aus Bayern berichten. Danke auch nochmal für die Einladung, dass ich da sein darf. Meine Förderkolleginnen von MDM sind übrigens auch da. Also alle Games-Schaffenden, die können hier im MDM-Land auch Games-Förderung beantragen und natürlich in Bayern auch. Und was in Bayern einfach so unser Way ein bisschen gewesen ist, also das ist echt eine schöne Geschichte. Möchte ich echt mal loswerden, weil ich habe die auch erst irgendwann im Laufe des Lebens entdeckt, als ich meinen Vortrag halten musste. Und zwar war ja in der Zeit so 2006, 2007, ihr erinnert euch, da gab es ja so eine Diskussion mit den Politikern, die konnten Games überhaupt nicht ab. Und da zirkulierte so das Gerücht Killerspiele und so. Ich darf das Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen, ist eigentlich schon vorbei. Aber gleichwohl, es gab eine Reaktion aus der Gamesbranche, die haben gesagt, wir wählen keine Spielekiller. Das heißt, es gab einen richtigen Aufruf von all den Fachzeitschriften, wir wählen keine Politiker, die was gegen Games haben oder die Games verhindern wollen, aus dem und den Gründen. Und da muss ich ehrlich sagen, da haben die Bayern dann den ersten Schritt gemacht. Unser damaliger Leiter der Staatskanzlei, also ich sage jetzt keine Namen, mache keine Werbung, ihr könnt den sowieso nicht wählen. Und der hat aber, also es ging von der Politik damals der erste Schritt raus, okay, wir geben ein bisschen Seeding Money in die Branche hinein, war nicht viel, 400.000 Euro. Und damit, weil wir erkennen das Potenzial und wir wollen dieses Know-how am Standort haben. Und das muss ich ehrlich sagen, ich habe das, als ich das festgestellt habe, da ist die Politik über einen eigenen Schatten gesprungen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile 15 Jahre her und mittlerweile gibt es immer wieder Austausche und Begegnungen zwischen der Branche und zwischen der Politik. Und klar würde sich die Branche immer mehr erwarten. Und was die Branche vor allen Dingen gar nicht gutiert, also ich spreche jetzt von den Indie-Schmindis, die Games-Entwickler, was sie überhaupt nicht wollen, dass man sie fördert, weil wir damit eine Herz-OP nachher irgendwie visualisieren können, sondern es geht ihnen Games als Kulturgut. Games als, und genauso, was wir jetzt gesagt haben, Games ist ein Leitmedium, es ist eine kulturelle Tätigkeit und aus diesem Grunde soll es auch anerkannt werden. Und das war auch Kern unseres Vorgesprächs. Das hat uns dann schon sehr verwundert, dass es jetzt einen Kulturpass gibt für alle 18-Jährigen. Wer ist denn 18? Wer kriegt jetzt den Kulturpass? Freut euch nicht zu früh, Games sind da nicht mit dabei. Also auf der einen Seite sagt die Politik, ja, wir machen, und auf der anderen Seite ist das dann doch ein bisschen halbherzig. Min, wie siehst du das? Der Kulturpass und Games außen vor, dann ist das mit dem Leitmedium doch noch nicht angekommen. Ich bin beleidigt. Nein, also man muss ja auch sagen, man meckert hier auf hohem Niveau. Da hatten wir auch schon im Vornherein das Gespräch. Ich finde es allgemein gut, dass es überhaupt einen Kulturpass gibt, dass ja jeder dann 200 Euro dafür kriegt, um Kultur zu erleben. Aber dass es noch nicht in der Politik angekommen ist, dass Games genauso zu Kultur gehört, was ja damit eigentlich ein Zeichen ist, ist extrem schockierend für mich. ja, weil für mich ist das, ich bin damit so gut wie aufgewachsen. Ja, mein Opa hatte schon damals in Vietnam eine Gamesbude, wo dann die Kinder ihr Taschengeld dort gelassen haben, ja, und dann habe ich hier ja als Professur Game Art und Design gelehrt, also ich habe das inhaliert und ich kenne so viele, die das auch tun und habe auch viel gelesen, dass die Gamesbranche mittlerweile größer als die Musik- und Filmindustrie zusammen ist, also das sollte doch spätestens irgendwie ein Zeichen sein, auch für die wirtschaftlichen Aspekte, dass Games wirklich eine gewisse Macht haben. Und natürlich finde ich das dann schockierend, dass das da nicht drin ist. Klar, man fördert dadurch natürlich auch internationale Spiele. Also das Geld kommt dann vielleicht nicht bei den Entwicklern an, die es hier auch brauchen. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch noch mehr kompliziertere Strukturen dahinter. Aber auch dafür lässt sich eigentlich eine Lösung finden. Kommen wir mal zum internationalen Aspekt. Heute ist gerade bei Heise oder gestern ein Bericht erschienen,
der von einer notwendigen Aufholjagd der deutschen Games-Branche schreibt. 10 Milliarden sind im letzten Jahr ausgegeben worden, aber nach den letzten Zahlen von 2021 dann wiederum entfallen davon nur rund 4% wirklich auf deutsche Spiele, auf Sachen, die in Deutschland entwickelt worden sind. Marco Alexander Breit, woran liegt's? Also vielleicht wir waren ja schon mal, wenn ich das richtig erinnere, weiter, also Anfang der 2000er Jahre, Mitte der 2000er Jahre, sah es ja ein bisschen besser aus. Was die bloßen Zahlen angeht, ja, das kann sein, dass damals gab es aber auch, also okay, anders. Ich würde gerne eine Sache noch sagen, weil ich glaube, dass in der Tat in den letzten 15 Jahren ist eine Sache passiert. Also, vor 15 Jahren war ich 27 Jahre alt und hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mal irgendwann für Games zuständig bin, sondern habe zu Hause gesessen und gezockt. Wenn ich mich richtig erinnern dürfte, das ist die Zeit gewesen sein, in der ich Warcraft 3 ziemlich extensiv gespielt habe und Resident Evil 4. Aber das Problem ist, dass heute, ich bin ja nicht alleine, sondern wir haben als auf der parlamentarischen Staatssekretärsebene mit Michael Kellner im BMWK jemanden, der selber spielt. Wir haben mich, wir haben in den Mitten, also die Kolleginnen und Kollegen bei mir im ehemaligen Arbeitsstab und jetzt in der Unterabteilung sind Gamer dabei. Wir haben im Parlament einen Arbeitskreis Games. Da sind überall Leute an entscheidenden Positionen, die selber Spiele gespielt haben. Und das ist, glaube ich, in den letzten 15 Jahren anders geworden. Und deswegen glaube ich, ist immer noch eine Generationenfrage und man kollidiert da gelegentlich auch mit den Meinungen von Menschen, die das noch nicht so sehen oder vielleicht noch nie sehen werden. Und es hat ja auch jeder ein Recht auf eine eigene Meinung. Aber ich glaube, die Freunde des Gaming sind mehr und sie sind mittlerweile natürlich auch ein bisschen älter geworden und in entsprechende Positionen gerückt, wo man das auch mit beeinflussen kann. So, wenn ich das doch kurz erwähnen darf, was ich glaube, was ein wirklicher Shift ist. Der andere Shift ist, wir sind eigentlich in so einem, Deutschland ist ja quasi ein klassisches PC-Land und ich glaube, dass in den Anfang der 2000er Jahre waren PCs deutlich wichtiger und vor allen Dingen auch ein paar Spiele aus Deutschland. Wenn ich muss es jetzt auch wirklich aus meinem Gedächtnis kramen, ich würde behaupten, damals dürfte es Sachen gewesen sein wie Die Siedler, der Beginn der Anno-Reihe vielleicht, die im Prinzip damals richtig durchgeschlagen haben. Jeder, der einen PC hat, hat das gespielt. Heute haben wir aber so ein globales Blockbuster-Phänomen. Ich habe vor 2 Tagen Breath of the Wild durchgespielt, habe ich gerade eben schon erzählt. Und jetzt kommt das nächste Breath of the Wild, also der Nachfolger kommt bald raus. Und ich hätte ja mal gerne, dass so ein Ding in Deutschland entwickelt wird. Ich hätte ja mal gerne, dass so ein Ding vielleicht sogar von einer deutschen Firma entwickelt wird. Ja, ich würde mich total freuen, wenn du das machst. Aber der Punkt ist, davon sind wir noch ein bisschen weg. Und die PC-Gamer-Kultur, die ist noch da. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben uns in Deutschland auch eine Zeit lang auf Spiele konzentriert, die ein bisschen nischiger sind als die Dinge, die mit denen weltweit dann am Ende Schotter gemacht wird. Crysis ist, also schade, dass der Kollege von Playo nicht da ist, aber Crysis wäre auch noch so ein Ding, wo ich mich erinnert hätte. Ja. Wir hoffen auf Crysis 4. Tim Burg, der Vorstand von Gameforge, was ja einer der größeren deutschen Anbieter und Publisher ist aus Karlsruhe, hat eben auch gesagt, es fehlt ein Schwergewicht im internationalen Maßstab und eben auch wirklich das Cluster der entsprechenden Fachkräfte, obwohl sie bei Gameforge ja selber auch schon Leute aus, ich glaube, über 2 Dutzend Nationen beschäftigen. Ming, ist Games vielleicht auch so ein total internationales Business, sodass es eigentlich gar nicht so sehr darauf ankommt, in welchem Land es stattfindet? Absolut. Selbst die Games-Studios wie wir, ja, so kleinere Indie-Game-Studios sind auch national schon aufgestellt. Ja. Wir haben auch Kontakte nach Vietnam, nach Indien. Das heißt, wir sind sehr zerstreut auch, ja, weil es nun mal in der digitalen Branche auch geht. Und ich glaube, da sollten wir eher auf Innovation gucken, anstatt auf, wo wird was kreiert. Also eher, okay, was können wir alle gemeinsam an innovativen Spielen entwickeln, die vielleicht nicht das, weiß ich nicht, fünfte AAA-Game ist von, sorry for that, aber ich glaube zum Beispiel Minecraft war ja früher auch mal ein Indie-Game, ja, was ganz klein entstanden ist. Und ich glaube, wenn man erfolgreich sein will in der Games-Branche, dann sollte man auch diese Nischen und die Indie-Games-Branche pushen, damit auch neue Spiele florieren und dadurch dann auch wirtschaftlich dann das widerspiegelt. Ja. Da würde ich total zustimmen. Das ist auch quasi, also wenn die Förderung, die wir machen, die Spieleförderung, die geht ja im Prinzip auch ein Stück weit nach dem Early-Bird-Prinzip. Also wenn der Antrag gut ist, dann kriegen sie auch Geld, weil sie relativ zügig dran waren, den Antrag zu stellen. Aber ich finde auch, dass man im Prinzip
ich würde mir wünschen, dass wir ein, zwei große Produktionen haben, weil diese großen Produktionen ja Leuchtturmcharakter haben, dass Deutschland als Entwicklerstandort ernst zu nehmen ist und das nicht nur durch die Produkte, sondern auch durch die Aggregation von Talent. Und wir haben das ja, in Deutschland haben Sie eigentlich schön gesagt, wir haben das Talent ja hier. Es hat nur in Deutschland historisch gesehen andere Berufswege eingeschlagen. Wenn ich 3D-Visualisierung gemacht habe, bin ich am Ende vielleicht zu einem Automobilisten gegangen und habe dort Innendesign am Computer gemacht, aber ich bin nicht in die Gaming-Branche. Fand Oma auch besser. Das Problem ist allerdings, dass wir dieses Talent jetzt, beziehungsweise das Problem ist nicht, wir haben das Talent und es wäre schön, wenn das Talent auch in die Gaming-Branche reinwachsen würde. Ich glaube, dafür sind Indie-Spiele und die Tatsache, dass die Hürde durch Engines wie Unity zum Beispiel dann noch wirklich niedriger gelegt werden, dass ich alleine was richtig Großartiges gestalten kann, das sind diese niedriger geworden, aber ich würde mir wünschen, dass wir Leuchttürme haben, die wirklich auch zeigen, hey, ich kann damit richtig was bewegen und man kann das auch im Rahmen von, sagen wir mal, einer gesicherten Struktur und einem gesicherten Gehalt machen, weil ich glaube, als Indie-Entwickler ist man auch nicht immer, quasi schläft man auch nicht immer ganz ruhig. Absolut. Michaela Hammerlander, ja, wir haben ja die Förderung hier sitzen, woran liegt es denn, dass wir keine Leuchttürme bislang haben oder dass sie vielleicht so klein sind, dass ihr Leuchten nicht so richtig gesehen wird? Jetzt fehlt uns natürlich Lars Janssen von Plaion, die ja ein großer internationaler Player sind und agieren. Und das ist wahrscheinlich Level Fair Play, was wir einfach haben bei Games. Wir spielen immer international. Das ist nicht so wie bei der Filmproduktion, da muss ich wenigstens in Deutschland reüssieren. Nein, ein Games, das released wird, muss von Anfang an international reüssieren. Und ein Games und ein großer internationaler Player, der sitzt halt dann vielleicht in anderen Standorten, wo die Förderungen irgendwie konstruktiver und leichter zugänglich ist. Das ist ja das große Problem in Kanada. Die können sich gar nicht retten vor den großen Konzernen. Die Kleinen, die schrumpfen dagegen, weil alle die großen Konzerne alle Indies aufsaugen, aber da ist es diese Förderung mit Tax Credits verbunden und das wäre doch eine Frage an dich, wie sieht es denn mal aus, wann gibt es denn endlich Tax Credits für Games-Förderung? Den Hut des Beamten des BMWK aufhabend, kann ich nur sagen, wir arbeiten an alternativen Fragestellungen, das ist allerdings am Ende auch eine Frage des Gesetzgebers und die Frage, sagen wir mal, auch der, wir sind ja nicht ganz alleine im Bundeswirtschaftsministerium in der Regierung, sondern gibt es ja noch ein paar andere, zum Beispiel das Bundesministerium der Finanzen. Das andere ist aber jetzt als Privater, meine private Meinung ist in der Tat, es gibt einfach Attraktivitätsfaktoren von Standorten. Und ich glaube, ein Tax-Credit-System ist einfach attraktiver, als wenn ich mich um eine Förderung aktiv bemühen muss. Nicht weiß, wann, ob und wie viel und wann und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hilft ehrlich gesagt den Indie-Developern ein Tax-Credit-System relativ wenig. Warum? Ich Tax-Credits, dafür muss ich erstmal, ich muss mir erstmal Gewinne machen, bevor mir ein Tax-Credit-System hilft. Und deswegen ist es schon auch ein kleiner Zock. Deswegen würde ich ja gerne, wenn wir so ein Tax-Credit-System machen, das flankieren mit Maßnahmen, wie formuliere ich das jetzt, damit ich nie wieder festgenagelt werde, mit Maßnahmen, die auch den Indie-Entwicklern zugutekommen. Können Sie das vielleicht erklären, das Tax-Credit-System? Also das, vielleicht interessiert das anderen auch hier. Ich habe es ja nicht eingebracht, insofern wäre es wunderschön, aber am Ende geht es darum, dass man quasi auf Gewinne, die man mit gut laufenden Spielen Rabatte kriegt auf die Steuer. Oder auf die Arbeit. Ja, genau. Also es kommt also Einkommensteuer in Deutschland wäre das zum Beispiel. Es dreht sich um Unternehmen, also Einkommensteuer sind Privatpersonen. Gewinnsteuern. Ich habe nur Leuten gehört, in der Filmbranche steht man kurz vor dem Durchbruch, da soll es demnächst möglich sein. Also es wurde mir gegenüber noch nicht wirklich amtlich bestätigt, aber da, also ich glaube, alle Kreativschaffenden warten natürlich jetzt auf diesen Durchbruch in einem radikalen Änderungssystem der Förderung. Wobei in Bayern, und ich weiß nicht, wie es in MDM wäre, ich glaube, wir arbeiten projektbezogen und ich glaube, das können wir uns gar nicht leisten. Und ich finde, so eine projektbezogene Arbeit macht mir persönlich viel mehr Spaß, aber egal, für die Branche als solches wäre es natürlich ein leichterer Weg, um Gelder zur Finanzierung, um sich zu finanzieren und auch langfristig zu planen. Natürlich, weil ihr bei der inhaltlichen Förderung dann auch mehr inhaltlichen Einfluss habt. Ja. Das muss man ja vielleicht auch mal so plakativ sagen, wie es ist. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass wir da immer noch, und da hat dann Gaming anscheinend nicht so viel bislang Umdenken im alten Mediendenken sozusagen hervorgebracht, dass wir uns da eben immer noch an den großen Ansätzen wie bei der Filmförderung und so weiter orientieren, dass es eben erfolgreich scheinende Konzepte sein müssen, die dann eben eine entsprechende Förderung bekommen und damit eine gewisse Logik des Game-Marktes eigentlich gar nicht berücksichtigt wird.
Jein, also wir haben zum Beispiel in Bayern gibt es tatsächlich noch eine Altersbegrenzung. Wir können keine 18er-Spiele fördern, was natürlich auch die Bundesförderung ermöglicht. Und natürlich sind die 18er-Spiele, also da kommt halt dann Sex and Crime und Horror mit dazu. Und die sind natürlich bei Hausers vielleicht für Erwachsene viel interessanter. Ich sage jetzt aber nicht, dass wir konzentrieren uns natürlich auf kulturell-pädagogisch. Das war natürlich auch die Erlaubnis in Bayern, dass wir überhaupt eine Games-Förderung anfangen konnten. Also wir mussten denen wirklich versprechen, wir fördern alles, bloß nichts Schreckliches, was die Politiker dann wieder hervorziehen könnten und dann alte Vorurteile aufleben zu lassen. Aber ich glaube, Games ist so vielseitig und es gibt so viele Ausdrucksformen und die Förderung lebt natürlich von den Anträgen, die wir von den Antragstellern bekommen, und manche Projekte sind halt einfach dann preiswürdig. Chorus zum Beispiel, Lars fehlt wieder, wurden letztes Jahr als bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet, und auf der anderen Seite haben wir Polizeisimulator von ESA gefördert und das läuft wie die Sau. Also das sind die Preise und es ist der kommerzielle Erfolg und in dieser Mischung. Und im Endeffekt geht es natürlich jetzt der regionalen Förderung dann tatsächlich dieses Wurzelgeflecht an Gameschaffenden tatsächlich auch zu haben. Und das brauchen die, um ihre Arbeit machen zu können und um wachsen zu können und dann immer wieder eben mit Hilfe von der Förderung unterstützt zu werden. Und in diesem engen Austausch, ich weiß jetzt nicht, ob die Bundesförderung alle ihre Antragsteller so gut kennt, so wie wir. Ich würde gerne einmal wieder den Stachel lücken. Und zwar, ich finde, dass wir das Thema Games, also wir haben ein Problem mit dem Thema Games in Deutschland, was auch dazu führt, dass im Prinzip der Schwanz manchmal mit dem Hund wackeln muss. Stichwort Filmförderung, Stichwort Gamesförderung. Wenn man die Weltmärkte vergleicht, ist die Frage, ob sich Games an den Film hängen müssen oder ob sich eigentlich die Filme an Games hängen müssten, schwierig zu beantworten. Ich nehme diesen Ausweg, weil ich für beides zuständig bin. Das Problem ist an der Stelle aber, dass wir Games auch ein bisschen überlasten. Und zwar sagen wir auf der einen, wir wollen irgendwie Serious Games. Auf der anderen Seite muss es technologisch danach auch verwendbar sein. Herz-OP ist gerade gefallen vorhin. Dann kommt die Sache, es darf auf keinen Fall ab 18 sein. Da muss der Inhalt pädagogisch wertvoll sein. Und dann bleibt am Ende nichts mehr übrig. Und das, was dann noch übrig bleibt, wird gefördert, deswegen, weil es die Förderung gibt. Weil dann suchen nämlich die Leute sich quasi bestimmte Nischen raus, weil sie dafür Geld kriegen. Was wir aber damit nicht fördern, ist ein Welthit. Und deswegen würde ich gerne an dieser Stelle zwei einfach ganz, ganz simple Parameter einführen. Das eine ist, ich würde gerne ein Spiel fördern, weil es Spaß macht. Und das zweite ist, ich würde gerne ein Spiel fördern, weil Gaming ein Riesenmarkt ist. Und die technologische Verwendbarkeit, die Innovation und so weiter, das kommt alles von allein. Was wir an Gameplay-Innovationen in den letzten 20 Jahren erlebt haben, was auch gerade Nintendo über die Konsole an die Hardware-Innovationen geliefert hat, finde ich total bemerkenswert. Aber ich kann das ja nicht a priori sagen, dass ich nur noch Spiele fördere, die technologische Innovationen bringen. Deswegen, ich würde gerne zurück, back to the core, es soll Spaß machen und am Ende, wenn dann noch Geld verdient wird, dann habe ich als Wirtschaftsministerium doppelt Freude. Min, wie überzeugt ihr die Förderung, dass eure Spiele Spaß machen? Also bisher haben wir eine Förderung gestellt, also nee, stimmt nicht, zwei, aber die ist gar nicht spezialisiert auf Games, sondern das nennt sich Digital Creativity, also digitale Kreativität. Das ist so eine Sachsen-Anhalt-spezifische Förderung, nicht die MDM, sondern ja, und da geht es natürlich viel um Innovation, ja, und da war es auch nicht viel, dass man sagt, okay, also man hat nicht so viel auf die Game-Mechanics oder auf das, was ich immer den Studierenden sage, was ein Spiel eigentlich ausmacht, was Spaß macht, ne? Also die Story, die Ästhetik, die Mechanics und die Innovation auch, sondern das war sehr wirtschaftlich halt. Ne? Ich musste mich dann irgendwie statt einer Kreativdirektorin in jemand anderes eigentlich hineinversetzen, ja, so, dass man es so formuliert, Marktrecherche, Konkurrenzfähigkeit zu anderen und so, und puh, das war auch ganz schön anstrengend, da gab es kein ChatGPT damals. Und ja, ich glaube, das ist das, was viele auch so ein bisschen bremst, weil eigentlich als Kreative möchte man eher das schaffen und kreieren und dann nicht dann als Unternehmer nochmal diesen Antrag stellen und sich dann ein bisschen verstellen müssen, damit man es bekommt und dann umsetzen. Also ich verstehe das total. Ja. Also ich verstehe es wirklich total. Das kein Problem ist, das will nie jemand hören, aber bei der Games-Förderung ist das Geld relativ niedrigschwellig. Also man muss deutlich weniger
quasi nachweisen und zeigen als bei vielen anderen Förderprojekten, wo wir sogar noch im Prinzip teilweise nachprüfen, ob der Zuwendungsempfänger in 3 Jahren noch existent ist. Der muss dann quasi sagen, ja, ich habe so viel Business, ich bin noch da, ich werde nicht insolvent trotz eurer Förderung. Also insofern, das Geld ist schon niedrig, spreche ich bei der Games-Förderung. Das andere, ich wollte dich, bitte. Ne, aber trotzdem scheint es ja eine Hemmung zu sein und ich wollte an alle Kreativen hier im Saal appellieren, sich jetzt auch gerne in die Diskussion einzuschalten. Es gibt ein Saalmikro, das angeschleppt wird, wenn gewünscht, und Handzeichen genügt, es kommt dann sofort. Aber jetzt erstmal zurück zu Marco. Ich habe jetzt meinen Punkt vergessen, aber wird mir gleich nochmal einfallen. Alles klar, haben wir denn schon eine Frage oder eine flammende Gegenrede? Ja. Ist allen bloß kalt? Ja, das Gefühl hätte ich. Bitteschön. Ich wollte übrigens eben nicht die einzelnen Spiele an dem Spaßfaktor messen, sondern die Förderung. Ja, hallo. Ich hätte die Frage, was ist denn die Begründung, dass es Filmförderung in Deutschland gibt, aber keine Gamesförderung in dem Sinne? Also, oder nicht ausreichend genug? Ich glaube, es ist ein kleines Missverständnis, es gibt Gamesförderung. Wir fördern Games mit 70 Millionen pro Jahr. Ja, aber nicht anscheinend ja nicht genug, dass es einen großen Markt in Deutschland dafür gibt. Die Frage ist, ob viel Förderung viel hilft. Am Ende geht es ja auch um Steuerzahlergeld. Das muss man ja auch mal bedenken, auch bei dem Antrag und so weiter. Wir müssen damit sorgsam umgehen. Der Film wird gefördert, die Games werden gefördert. Der Haushaltsausschuss, also die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Deutschen Bundestag, haben zuletzt noch entschieden, nochmal 20 Millionen draufzustocken. Ich glaube, wir sind auch in der Situation, in der wir jetzt sind, in der die Geldbeutel auch in der öffentlichen Hand enger werden, mit der Förderung wirklich gut bedient. Ich würde mir auch mehr wünschen, wie ich mir für alle meine Themen, die ich zuständig bin, mehr Geld wünschen würde. Aber ich finde, wir sind schon echt weit gekommen. Ist immer noch ein junger Markt. Film gibt es seit über 100 Jahren und Games ist einfach jetzt, also gibt es jetzt auch schon länger, aber nicht so lang. Und von daher, was schon auch interessant ist, der Film hat jetzt schon lange Zeit wirklich eine Lobby. Also die Filmproduzenten, die wussten jetzt wirklich jetzt schon seit Jahr und Tag, wie sie da ihre Klinken schmieren müssen und wo sie irgendwie Druck machen müssen, bei welchen Politiker sie auf dem Schoß sitzen müssen. Und was auch noch hinzukommt, was ganz interessant ist, bei Games, das sehe ich jetzt aus meiner Arbeit, wenn wir eine Premiere haben, da laden wir natürlich auch die Politiker ein, aber bei einer Filmpremiere mit den ganzen Stars und Sternchen, das ist halt für einen Politiker viel attraktiver. Das ist, könnte ja sein, dass das vielleicht auch ein Grund, wie auch immer, aber es ist schon viel besser geworden und es gibt auch jetzt ganz viele Ausbildungsstätten. Es gibt mittlerweile jetzt wirklich viele Talente, die gab es vor ein paar Jahren auch noch nicht so in dem Maße. Also wir haben, ich weiß noch, wie die TU in München, die große ehrwürdige TU, macht jetzt auch Games Engineering. Wow, das war ja sensationell. Und genau das ist jetzt, oder mit weiter. Es gibt so viele Hochschulen jetzt, die jetzt wirklich Games-Entwicklung machen. Und je stärker ihr seid und je mehr sich die Branche auch wirklich dann einfordert und dass es die Games-Förderung gibt, war ja auch wirklich Lobbyverband, war harte Lobbyarbeit über viele, viele Jahre. Und da waren die Vertreter der Branche ganz, ganz stark. Aber es wird immer besser, wird immer besser. Ja, verglichen zu anderen Ländern muss ich auch sagen, ist das natürlich in Deutschland schon sehr luxuriös. Ja, wenn ich jetzt so nach Vietnam schaue oder nach Indien. Niederlande. Ja, Niederlande, okay. Aber den europäischen Nachbarn nehmen, also insofern, das ist schon. Ja, das ist schon gut, ne? Aber wie gesagt, man könnte vielleicht nochmal im Prozess für Kreative, vielleicht muss man das auch gamifizieren. Eventuell. Ja. Wir haben eine weitere Frage da vorne. Ja, vom Games und XA-Verband Mitteldeutschland hier. Wir sind sehr im Thema drin. Wir sind noch nicht ganz so institutionalisiert wie in Bayern. Uns fehlt noch hier quasi die Unterstützung vom Land, aber was ganz anderes. Und zwar ist bei uns immer die Diskussion, ja, Spiele müssen ja international ausgewertet werden. Das heißt, ein Film muss auch irgendwo international Geld einspielen in der lokalen Version und Spiele werden woanders vermarktet. Das heißt, wenn man die Förderung immer als wirtschaftliche Förderung betrachtet, dann ist das natürlich ein Trugschluss, weil ich müsste ja was fördern, was hier Steuern erzeugt. Und jetzt ist meine Frage, wenn wir eine Games-Branche hier ansiedeln müssen, müssen wir dann nicht sogar weiter in die Kulturbranche denken und überlegen, wo kommt denn ein Herr Konami auf eine Idee für eine neue Konsole? In welchem Umfeld wachsen denn Menschen auf, die diese Innovation, die wir eigentlich brauchen, das sind neue Konsolen, Spielarten tatsächlich, wir sehen zunehmend auch so eine Verwässerung von Spielsystemen, das ist irgendwie ein Spiel wie das andere, eben auch durch die Engines. Aber wie kann denn die Kultur vielleicht so gefördert werden, dass Menschen sich in Deutschland ansiedeln, die innovativ sind und eben diese Innovation hier mit herbringen? Das ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Komponente.
Also das mit den Gewinnen lokal versteuern, habe ich nicht so ganz verstanden, weil wenn ich ein Spiel in den USA verkaufe, also wenn Plyon ein Spiel in den USA verkauft, dann fällt trotzdem die Steuer in Deutschland an. Also es kommt darauf an, wenn ich es über einen Apple Store, da bin ich nicht ganz sicher gerade, aber das ist auch nicht mein Ding. Aber so das andere, ich würde ehrlich gesagt, das funktioniert, alle reden immer von Ökosystemen, aber wie funktioniert eigentlich so ein Ökosystem? Ein Ökosystem funktioniert so, dass ich quasi, ich habe so 2-3 große, deswegen hätte ich gerne die Leuchtturmprojekte, schützende Bäume. Die schützen unten drunter das Gestrüpp, die kleinen Bäumchen und die Pflänzchen und die Blümchen vor Wind und vor zu viel Wasser und vor zu viel Sonne und so weiter und so fort. Und dann wachsen die in deren Schatten. Und dann kommen irgendwann kleine Tierchen und bevölkern quasi mit vielen Pflanzen, Tieren, Arten ein Ökosystem. Und genau das ist das, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne diese 3 Bäume, die Schatten spenden, die Schutz bieten und die auch quasi ein Ökosystem quasi zum Leben ermöglichen. Das sind die Leuchttürme. Dann hätte ich gerne drumherum innovative, agile, kleine Indie-Developer. Ich hätte gerne das Talent, die kleinen Käferchen in dem Bild, in dem ich eben gesprochen habe, die sich quasi ihr Pflänzchen suchen und da dann quasi ihre Ideen an die Kleinen oder an die großen Entwickler dranbringen und auch quasi Arbeit finden. Und dann schafft das so ein Ökosystem, belebt sich auch selbst, weil das dann wieder Attraktivität schafft. Und dann habe ich in 10 Jahren, führe ich eine völlig andere Debatte. Dahin zu kommen, ein Ökosystem zu kreieren from scratch, das ist ehrlich gesagt harte Arbeit. Und da denke ich nicht nur bei Games drüber nach, sondern bei KI noch viel mehr, ehrlich gesagt, weil da hängen wir, das ist ein Thema, das ist nicht nur schön, wenn wir da Geld international mitverdienen würden, sondern das ist ein Thema, bei dem wir richtig abgehängt werden, wenn wir nicht arbeiten. Darf ich da noch kurz rein? Weil gerade bei KI gibt es hier aus Sachsen und anderen Bundesländern gibt es tatsächlich die Bewegung, dass viel Open Source auch entwickelt wird auf europäischer Ebene. Jetzt die Frage dazu, müssen die Bäume denn an der Wirtschaft teilnehmen oder können wir vielleicht Open Source Studios bauen, die vielleicht Game Engines entwickeln und sowas? Und wie schützen wir die? Also wir fördern im Bereich KI zum Beispiel Open Source, OpenGPTX fördern wir seit 2019, glaube ich. Das haben wir damals in der Gaia X, das habe ich damals, der Name ist von mir, haben wir damals geschaffen und OpenGPTX da reingebracht, auch in die Förderung, weil wir gesagt haben, es ist ein strategisch wichtiges Projekt. Also wir tun das. Mit Open Source kann man genauso gut Geld verdienen wie mit proprietärer Software. Es ist nur 2-3 Schlaufen schwieriger, weil man halt quasi durch das am Leben halten und das Guthalten des Open Source Codes mehr verdient als durch das Verkaufen von einer Lizenz. Aber ich bin total bei Ihnen, dass Open Source ein wichtiger Faktor ist und wie das beim Gaming aussehen könnte, naja, muss man mal drüber nachdenken. Wir haben eine Frage noch da vorne und bis das Mikro kommt, dann vielleicht nochmal eine Frage an Min. Gibt es da eine Idee, wie kriegen wir kreatives Talent hier stärker nach Deutschland, auch dass es bleibt und eben dieses Gestrüpp darstellt, dieses Produktive, auch wenn die Bäume vielleicht noch nicht in den Himmel wachsen? Ich glaube, dass die Generationen, die jetzt aufwachsen, mehr getrieben sind von so einer inneren Kraft, um die Welt zu verbessern. Also die wollen gar nicht mehr in so großen Bäumen arbeiten, glaube ich, die einfach nur noch ein AAA-Game rausbringen, sondern vielleicht auch Erfahrung sammeln, Geld. Das spielt auch natürlich eine Rolle, aber ich glaube, viele wollen jetzt das innere Ikigai finden, also die Lebensphilosophie mit der Arbeit verbinden und das so in Balance zu halten. Und ich glaube, wir können dadurch Talente fördern, indem wir vielleicht nicht nur die großen Blockbusters jetzt noch größer machen, sondern eher interessante Sachen, wo man sagt, hier möchte ich arbeiten, weil das mir einen Sinn gibt. Ich glaube, wirtschaftlich, das ist nicht mehr, glaube ich, in der Generation, die so mit Sicherheiten aufgewachsen sind, nicht mehr an erster Stelle. Und ich glaube, wir können dann dadurch mehr Fachkräfte und mehr Leute dafür begeistern, wenn wir innovativ sind und nicht nur wirtschaftlich denken, sondern auch vor allem innovativ. Und ich denke, die Wirtschaftlichkeit kommt dann danach alleine. Ja, Du hattest eine Wunschvorstellung vorher, als wir uns unterhalten haben. Was ist dein größter Wunsch? Meine Wunschvorstellung, ja, danke, dass du mich daran erinnert hast. Manchmal ist man so aufgeregt. Zum Beispiel hatte ich die Vorstellung, vielleicht wäre es gut, wenn jede Stadt ein Gameshaus hätte. Ja, es gibt ja auch überall eine Oper. Warum gibt es nicht in jeder Stadt ein Gameshaus, wo man Spiele entwickelt, Spiele ausprobiert und an der neuesten Cutting-Edge-Technologie Dinge erfährt? Also das macht ja auch was im Kopf. Es kribbelt, es inspiriert, es macht Lust. Und warum dann nicht überall anfangen, auch mal so ein Haus zu bauen, ja, wo man sich niederlassen kann. Inkubatoren von kleinen Games-Zellen, die dann auch zu größeren Studios und Bäumen dann wachsen können. Ja, schöne Idee. Ihre Frage bitte. Genau, ich habe noch eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht genau, ob die hier reinpasst, aber
Ich frage mich, inwiefern Games oder Gamification in den Journalismus oder Journalismus-Ausbildung passen könnte. Ich habe ein konkretes Beispiel. Wir haben einen MOOC entwickelt, Massive Open Online Course zu Wissenschaftsjournalismus, in dem würden wir gerne spielerische Elemente mit Gamification noch attraktiver machen. Ja, wie da vielleicht Möglichkeiten sind grundsätzlich. Oder ob das gar nicht hier ins Panel-Thema passt. Ich glaube, das passt. Min, hast du eine Idee? Also ich glaube prinzipiell, eine gute Stelle wäre, sich an Games-Universitäten und Hochschulen zu wenden, weil man dort eigentlich auch sehr viele Kreative hat und das dann nicht mit hohen Kosten verbunden ist. Und die Studierenden sind immer sehr offen und dankbar für Projekte, die von außerhalb kommen, die auch einen realen Use Case haben. Also das wäre so der erste Punkt. Und ansonsten gibt es auch gewisse Redaktionen, zum Beispiel bei Arte France, in Frankreich, die haben eine Redaktion für Games, ja, und da könnte man sich auch an solche Institutionen wenden, um Kooperationen zu starten. Und ansonsten gibt es natürlich auch vom Creative Europe verschiedene Programme, wo Expertisen und professionelle Menschen zusammenkommen, die was mit Games machen wollen, unter anderem auch Journalisten. Und dadurch entstehen dann auch neue Synergien und innovative Projekte. Also das würde ich empfehlen. Aber ist das nicht vielleicht tatsächlich auch noch eine interessante Frage? Wie sehr hat denn, wir haben gesagt, Games sind die Leitmedien des 21. Jahrhunderts. Wir sehen die Gamification in vielen anderen Medienbereichen. Wird das denn wirklich offen aufgegriffen? Arte ist gerade als Beispiel gefallen. Arte France in dem Fall hat einen Games-Bereich. Arte Deutschland noch nicht. Die meisten anderen öffentlich-rechtlichen Sender meines Wissens auch nicht. Das ist ja, klingt so ein bisschen doch, als würden wir da was verschlafen. Was sagt die Fachkraft von der Förderung und also von der kreativen Seite? Also ich kann jetzt wirklich nur für Bayern sprechen und ich weiß, beim BR gibt es immer wieder Ansätze, so eigene in digitale Bereiche. Ich glaube, die Sender, die haben einfach das Problem mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, weil da steht, glaube ich, noch nichts von Game drin. Also das ist, sie können jetzt auch nicht einfach. Ach, es ist auch interessant, dass Arte France viel kann und Arte Deutschland eben das alles nicht kann. Also jetzt nochmal auf Serious Game hin auch. Ich glaube, heutzutage die Gamifizierung, die ergreift ja alle Bereiche. Und es geht, und gerade wenn wir so Anträge kriegen, wir haben das jetzt nicht nur so dezidiert drin, weil wir sagen, wir wollen Games als Kulturgut fördern und da gibt es keine Unterstützung. Aber ich meine, jeder größere Verein, ADAC, Kaninchenzüchterverein, you name it, Journalistenausbildungen haben ja Interesse, ihre Inhalte modern zu transportieren. Und da steckt aber auch wieder Geld. Also ein Verband, ein Verein, ein Pharmakonzern, die haben alle diese Mittel, die weit höher sind, als was wir als Förderung jetzt da zur Verfügung hätten. Also ich glaube, da muss man einfach dann wirklich den Adressaten identifizieren und sich dann halt dementsprechend umsehen. Und auch, ich meine, es gibt auch so viele Journalistenschulen. Ich bin da nicht im Thema drin, ich kann es nicht sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die auch ein Interesse haben und dann können die das ja auch begleiten, auch finanziell, finde ich, ist ja dann auch nur korrekt. Genau. Min, du hast ja auch gesagt im Vorgespräch, es geht so ein bisschen um die Eroberung des analogen Lebens. Wie bitte? Kannst du das? Die Eroberung des analogen Lebens, hast du gesagt. Die Eroberung im analogen Lebens, habe ich das gesagt? Ja. Und jetzt im Panel alles vergessen, voller Aufregung. Games gehört eigentlich schon zum guten Ton überall, ja, in den großen Firmen, sei es User Interfaces entwickeln, aber auch Apple bringt ja auch demnächst ihre neuen Mixed Reality Brillen heraus und dieses Verschmelzen von physischen Welten und digital ist eigentlich schon längst zugange. Ja? Damals war das noch neu, als ich angefangen habe zu studieren und jetzt ist es eigentlich schon Standard geworden. Und diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen, die fallen leider zurück. Also das fängt eigentlich schon bei der Medienkompetenz an. Das ist so ein großes Thema. Ja? Man darf keine Angst haben, dass, finde ich, digitale Medien die analogen verdrängt, sondern es wird eine Koexistenz geben. Man kann nicht, das eine kann nicht ohne das andere. Und in Deutschland ist es leider so, dass man noch verteufelt wird, wenn man Games für Kinder entwickelt oder so. Ja? Was ist mit der Kurzsichtigkeit? Macht das nicht die Kinder süchtig? Viele Fragen werden da mir immer gestellt. Ja? Ich bin ja selbst Mutter
und entwickle Games für Kinder, weil ich gute Medien für Kinder haben möchte. Und ich glaube nicht, dass dass viele dann auch mitmachen sollten, die aus anderen Nischen kommen und verschiedene Perspektiven haben. Ja. Genau. Und was mit dem Analogen? Da musst du mir, glaube ich, nochmal nachhelfen. Na, ich glaube, es war eine ganz selbstbewusste Ansage zu sagen, das Analoge hat da sowieso verloren. Wir werden mit den Games und der Innovationskraft, die in Games nun mal liegt, da sowieso alles hinwegfegen. Haben wir denn noch Fragen? Nein, das würde ich aber nicht so sagen, dass es hinwegfegt. Ich glaube, es wird eine Koexistenz geben, aber wir werden niemals das eine wegfegen können oder das andere. Also digitale Medien sind da, man kann sich dem nicht entziehen. Und deswegen müssen sich alle mit dem beschäftigen, ja, sowohl KI, Games als auch andere digitale Medien. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass die Debatte, es hat ja nicht angefangen, oder die Anzahl der Spielerinnen und Spieler in Deutschland über Altersgrenzen hinweg ist ja exponentiell gestiegen. Und das liegt vor allen Dingen, ehrlich gesagt, an zwei Sachen. Das eine ist, Corona hat dann nochmal einen Boost gegeben, aber vorher einfach das iPhone oder beziehungsweise das Smartphone. Weil die Leute, also ich habe die Tage gerade gesehen, wie ein älterer Herr, dessen Phänotypus ich jetzt nicht als Gamer eingeschätzt hätte, plötzlich angefangen hat, Candy Crush zu spielen neben mir in der Berliner Bahn. Und dann fällt einem dann auf, ja, es ist natürlich auch quasi der einfache Zugang. Früher hätte sich der Mann niemals eine PlayStation 3 oder eine 2er gekauft vor 15 Jahren, um da jetzt zu zocken. Aber jetzt hat er es auf dem Handy, hat es irgendwo gesehen, lädt das runter und es ist einfach eine niedrige Hürde. Und die Plattform, Smartphone hat jeder, jedenfalls in entwickelten Ländern fast jeder. Und es ist einfach eine niedrige Einstiegshürde. Und das hilft dem Gaming unwahrscheinlich. Aber das ich würde das ein bisschen entphilosophieren wollen. Wir haben noch eine Frage. Ja, zu dem Gaming-Haus, was du dir gewünscht hast. Wir haben hier aus der Region ganz, ganz gute Nachrichten für dich. Wir haben nämlich in der Ritterstraße 42 hier in Leipzig ein leerstehendes Haus gehabt, direkt in der Innenstadt, gerne auch anschließend morgen an die Führung. Da vereinen wir Start-ups mit der Gaming-Branche, mit E-Sport, mit einem Medienunternehmen und haben gesagt, die setzen wir in einem Konzept in ein Haus rein und lassen die mal zusammen wirken. Und wie gesagt, wenn ihr das erleben wollt, das ist schon Realität. Da können wir vielleicht mal hier als Mitteldeutschland Vorreiter sein und da würden wir uns freuen, wenn ihr da morgen mal mitkommt und euch das anschaut. Sehr, sehr gerne. Ja. Ja, das ist doch schon ein fast schon phänomenales Schlusswort. Dann machen wir jetzt gleich noch eine kleine Exkursion, dann wird uns allen auch wieder warm. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich zum Schluss nur noch mal fragen, die ja doch aber immer noch spürbare Diskrepanz, die Gamer auf der anderen Seite, ich will nicht sagen der Rest auf der Gesellschaft, dann auf der anderen, hat die Politik da Nachholbedarf? Also muss sie neben der Förderung vielleicht auch tatsächlich kulturpolitisch nachsteuern und Überzeugungsarbeit leisten, damit wir beispielsweise beim nächsten Kulturpass des BKM dann auch Games mit drin haben? Das war das, was ich eben meinte. Ich glaube, das wächst sich generationenübergreifend dann langsam raus. Jetzt sind die Gamerinnen und Gamer irgendwo, die jetzt in entscheidenderen Positionen sind, so zwischen 35 und 50, würde ich jetzt mal so sagen. Und irgendwann sind sie dann quasi aber auch ihre eigenen Chefs und Chefin. Und dann ist das wieder eine andere Debatte. Deswegen, ich glaube einfach, dass sich das rauswächst, dieser Widerstand gegen das Medium. Die Tage hatte ich eine Diskussion, einen größeren Rahmen und da war jemand sehr stolz darauf, dass er zum seinem 65. Geburtstag sein BlackBerry abgegeben hat und jetzt nicht mehr digital ist. Dann dachte ich nur so, ja, das hilft niemandem, aber freu dich drüber, deine Kinder werden das niemals drüber nachdenken, das zu tun. Weil einfach die Leute, oder die Enkelkinder auch nicht, weil die Leute einfach anders ticken. Und ich glaube, diejenigen, die das Digitale gar nicht mehr in Frage stellen, die das Digitale und das Analoge auch gar nicht mehr gegeneinander spielen, sondern alles miteinander spielen, das sind diejenigen, die jetzt quasi geboren und ausgebildet werden und diese Debatte haben wir in 20 Jahren nicht mehr. Ich habe da noch eine Anekdote dazu. Ich habe mal irgendwie so eine Studie gelesen in den 50er Jahren, okay, das ist wirklich weit her, aber in den 50er Jahren, da war das die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. Was war das große Hobby der Deutschen? Was könnte das gewesen sein? Skat. Fernsehen. Aus dem Fenster schauen. Nein!
Ja? Und das, ich meine, das ist jetzt wirklich fast schon 100 Jahre her. Und genauso, wir wollen jetzt nicht in 100 Jahren hineinblicken, aber in 10, 20 Jahren ist Games eine totale Selbstverständlichkeit. Und wer weiß, was ich bis. Und es wird die analoge Welt immer daneben geben. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde auch, dass Kinder nicht gleich mit dem iPad spielen, sondern vielleicht doch erstmal irgendwie mit Lego und Bauklötzchen. Das finde ich auch ganz wichtig. Aber egal. Also ist die Präferenzen ändern sich. Und vielleicht sagt man in 100 Jahren, was, die haben da Computerspiele gespielt. Vielleicht lachen die dann über uns. Who knows? Bis dahin gucken wir alle aus dem Fenster. Unsere Zeit ist zu Ende. Vielen lieben Dank hier noch für die letzte Anekdote auf dem Podium. Vielen Dank für eure Fragen und ja, noch viel Spaß bei den Medientagen Mitteldeutschland. Dankeschön.